Früher hat die schlesische Grundschullehrerin im Heimatunterricht die Umrisse eines Eichenblatts an die Tafel gemalt und erzählt, die Ränder des Blattes sind die Grenzen von Schlesien. Darin fließt die Oder, sie ist der Transportweg von Süden nach Norden und die Lebensader Schlesiens. Mit ihren Nebenflüssen speist sie das Land. Immer wieder betrachte ich deine Linien auf der Landkarte und erkenne das Eichenblatt. Es ist unterteilt in Oberschlesien im Süden mit der Hauptstadt Oppeln und Niederschlesien im Norden mit der Hauptstadt Breslau. Heute liegst du in drei Woiwodschaften. So heißen die Bundesländer von Polen: Dolnoslaski, Opolski und Slaski. Die deutschen Namen deiner Städte und Flüsse sind den polnischen Namen gewichen. Deren Aussprache ist nicht immer leicht. Da fehlen einfach ein paar Vokale. Für die einen bist du wie eine interessante, aber doch weit entfernte Verwandte. Für die anderen eine lebendige Erinnerung an die Erzählungen ihrer Eltern über die geliebte Heimat, aber auch über die Flucht und die Vertreibung. Breslau, die Hauptstadt Niederschlesiens, die im Millenniumjahr 2000 ihre tausendjährige Stadtgründung feierte. Sie ist eine moderne und weltoffene Metropole, die uns hier am Bahnhof empfängt. Die alten Fassaden sind renoviert worden, Cafés und Restaurants laden ein, überall wird gebaut. Bleiben die ersten beiden Nächte in einem Hostel. Es ist im Gebäude einer ehemaligen Molkerei im jüdischen Viertel untergebracht. Aus den Fenstern sehen wir im Hof die jüdische Synagoge zum Weißen Storch, Synagoga Pot Bialim Bochianem. Die Altstadt mit dem historischen Marktplatz ist nah. Rynek, das heißt Ring, weil eine breite Ringstraße, die heute Fußgängerzone ist, um den innersten Häuserblock herum führt. Das neue Rathaus und das alte Rathaus sind die Wahrzeichen der Stadt. Die Orientierung zu Fuß ist leicht. Die historische Stadt wurde wie ein Schachbrett angelegt. Dabei teilt die Oder die Stadt in ein Ost- und ein Westufer. Die Nebenarme, Kanäle und Inseln sind durch Brücken verbunden. Über die Sandbrücke kommen wir zum Promenadenweg. Der führt uns zu der meistgeliebten Brücke. Auf der Dominsel steht der wichtigste Dom mit den höchsten Kirchtürmen Breslaus. Es ist die Kathedrale Johannes des Täufers, der auch der wichtigste Schutzheilige der Stadt ist. Und weil wir uns noch austoben müssen, besteigen wir den Kirchturm. Dort werden wir mit der Aussicht über Breslau belohnt. Zur Fußball-WM 2012 wurde der schmunzelnd Turmbau zu Polen genannte Sky Tower mit 212 Metern fertiggestellt. Er ist heute das höchste Gebäude Breslaus. Großes Rätselraten an den Tram- und Busstationen. Wollen wir die Straßenbahn benutzen, haben wir ein Problem mit den vielen polnischen Straßennamen. Zum Glück sind die Menschen hier sehr freundlich und helfen uns geduldig mit dem deutschen Stadtplan und dem polnischen Fahrplan zurechtzukommen. Wie heißt das nochmal? Wo wollen wir hin? Der Fahrkartenautomat löst dann doch eine kleine Panik unter uns aus. Einzelne Slotties rollen auf die Straße. Endlich grünes Licht. Eine Fahrkarte wird gedruckt.
das Ganze 7-mal, dann sind wir durch. Wir wollen zur Jahrhunderthalle, der Hala Stoletscha, deren gewagte Deckenkonstruktion damals alles bisherige überspannte. Zurück zur Innenstadt. Der Ausflug macht müde und hungrig. Im Park ist das Panorama von Raklavitsch ein Rundgemälde und eines der beliebtesten Sehenswürdigkeiten von Breslau. Vor dem Zweiten Weltkrieg war das Panoramabild in Lemberg gewesen, in der heutigen Ukraine. Ein warmes, billiges Essen gibt es in der Markthalle. Auch sie ist etwa 1900 gebaut, so wie die Jahrhunderthalle. Am liebsten lassen wir uns von den kleinen Zwergen führen, die überall in der Stadt versteckt sind und jeder modelliert und in Messing gegossen ist. Die glattgewetzten Mützchen erzählen über all die Handstriche, die über sie hinweggefahren sind. Moderne, liebgewonnene Glücksbringer sind sie geworden. Wer weiß da noch, dass sie in den 80er Jahren Aktionskunst und Zeichen der friedlichen Studentenproteste waren. Damals karikatierten sie die Unsinnigkeit der russischen Besatzung. In Breslau führen alle Wege zum alten Marktplatz, dem Renneck, und dort zum alten Rathaus. Denn dort unten im Keller ist ein Gasthaus. Und so heißt es, wer nicht im Schwednitzer Keller war, ist nicht in Breslau gewesen. Nachdem wir im Schwednitzer Keller waren, war es spät, bis wir endlich wieder herausgekommen waren. Gerhard Hauptmann ist unter den Literaten ein Riese. Gerhard Hauptmann war Schlesier. Er führt uns nach Jagnatkow, zu Deutsch Agnetendorf, einem Vorort von Jelenagora, zu Deutsch Hirschberg, und an den Fuß des nördlichen Krokonoschtsche, zu Deutsch Riesengebirge. Das Haus Wiesenstein ist heute Museum und deutsch-polnische Begegnungs- und Versöhnungsstätte. Wir stehen in der Paradieshalle. Sie ist der Mittelpunkt des Hauses. Sie war Treffpunkt und sie ist vollständig bemalt. Wenn Gerhard Hauptmann an seinem Schreibtisch im ersten Stock saß, dann konnte er auf die Schneekoppe sehen.
Morgen geht's ins Riesengebirge. Vielleicht der schönste Abschnitt unserer Reise. Ottfried Preußler war ein junger Mann, als er vom nördlichen Fuß des Riesengebirges im Winter 45-46 aus Böhmen vertrieben wurde. Sein Buch über Rübezahl ist eng verknüpft mit seiner Biografie. Mit Rübezahl ist nicht zu spaßen. Wer ihn verhöhnt, dem schickt er Unwetter, lässt Wanderer im Nebel suchen und mächtiges Gestein in Schluchten poltern. Bei 900 Meter kommen wir aus dem Wald und sehen den niedrig bewachsenen und grünen Bergkamm. Ihm entlang führen breite Laufwege. Vor 1990 war das noch ein streng bewachter Grenzweg zwischen Polen und der Tschechoslowakei. Heute ist es ein geschichtsträchtiger Freundschaftsweg mit schönen Steinplatten befestigt. Hat Rübezahl die Felstürme so waghalsig aufgebaut? Wie Burgruinen stehen sie da, weithin sichtbar. Die bekanntesten dieser Granitfelsen haben Namen: Dreistein, Mittagstein, Saustein. Heute ist Rübezahls Reich ein Nationalpark. Schilder laden ein, die Bauden zu besuchen, ehemalige Schutzhütten, traditionelle Ausflugsziele, heute mächtige Gasthöfe, manche mit tschechischen Namen und tschechischer Küche, andere mit polnischen Namen und polnischer Küche. Wir haben die kleine Teichbaude gefunden, Schromisko Samotnia. Sie ist noch traditionell. Wir müssen uns sputen. Um 7 gibt's kein warmes Essen mehr und um 9 macht der Ausschank zu. Der Ansturm auf die Schneekoppe ist enorm. Ihre Bauda, die Schroniskona Snieshe, schaut aus wie eine Raumstation. Es ist sehr niederschlagsreich im Riesengebirge. Meist liegt die Schneekoppe im Nebel. Was gibt es heute zu sehen? Nicht viel. Auch nicht Velká Upa, ein Dorf in Tschechien. Damals in Böhmen hieß es Großaupa. Einst standen dort schwarz-weiße Holzhäuschen, Gebindehäuser. Der Vater, einer von uns, hat dort gelebt. Unser Weg führt uns entlang der plätschernden Upa hinunter nach Böhmen. In ihrem Bachbett haben Goldgräber nach ihrem Glück gesucht. Es gab Zeiten, als die Upa zu einem reißenden Fluss angeschwollen war und Bauernhöfe weggerissen hatte. Unser Ziel, die tschechische Bauda Poznesku, liegt auf der Alm. Dort gibt es sanften Tourismus und wir werden verwöhnt mit gutem Essen, böhmischen Knödeln zu ungarischem Rindsgulasch. Welche Flüsse entspringen im Riesengebirge? Elbe oder Weichsel? Ja, es gibt auch zu Scherzfragen richtige Antworten. Es ist die Elbe an ihrem Ursprungsort. Dort gehen wir heute hin. Das ist unser vorletzter Wandertag. Weiter oben dann die Bergkämme.
Dazwischen riesige Becken mit Gras und Steppenlandschaften, Tundra-Vegetation. Wir sind ob der Größe und Weite beeindruckt. Wir lesen Biosphärenreservat, Quellgebiet der Elbe, die Wiesenbauder. Ein riesiger Kasten ist mittendrin und weithin sichtbar. Wieder abwärts, immer dem Quellflüsschen der Biele Labe entlang. Über 40 Meter hoch ist der Elbwall. Die Elbe, eine Elfe? Die Besichtigung der mit einem Betonring eingefassten Elbquelle sind der symbolträchtige Elbe-Ursprung. Hier wurden die Wappen 14 tschechischer und 14 deutscher Elbstädte angebracht. Ihr Wasser fließt nun über 1000 Kilometer, bevor es in Cuxhaven in die Nordsee mündet. Die Mummel in Gebirgsbach springt lustig die Felsen hinunter. Wir folgen ihr im Regen. Wir finden bei einer Erzählung von Ottfried Preußler zurück in das alte Böhmen. Wir ziehen Resümee. Alles ist gut. Wir sind angefüllt mit Bildern, frischer Luft und neuen Ideen. Wohin geht die nächste Reise?